Hey ho Leute, mich juckt's in den Fingern. Ich will es jetzt endlich schaffen, dass diese Cops länger als eine halbe Minute hinter mir herfahren. So, Nummer 2. Oh nee, bist du jetzt schon wieder gegen dein eigenes Ding da geeiert? Nee, er ist nur zu blöd zum Auspacken. Okay. Gut. Wollte gerade sagen, ey. Jetzt komm. Dachte schon, es geht ja gut weiter hier. So, erstmal rammen hier ordentlich. Und sich das auch lohnt hier mit den Verstößen. Nutzt die Leitplanke, Junge. Oh. 10-4, Charlie 21. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Ja. So soll's sein. Dachte schon, das wird nichts mehr hier. Oh, die Bullen hier in diesem Spiel sind wahr zu dämlich. Och, kommt, Jungs. Charlie 21. Achtung. Erbitte Situationsmeldung. Bravo 2-1. Zentrale, Verdächtiger hat mich gerannt. Ich jo. weiß nicht, ob ich die Verfolgung fortsetzen kann. Ach komm, jetzt heul nicht rum. Meine Fresse, wären das viele hier. Och Mann, hab doch keine Angst hier. Mann, alles Undercover-Streifen hier. Ich glaube, einen bin ich los. Mindestens. Vielleicht auch zwei. Ja, genau. Quetscht euch alle durch meine scheiß Abkürzung. Ja, gerade ein Zivilfahrzeug gerammt. Scheinen okay zu sein. Setze Verfolgung fort. Na, kommt ihr nicht hinterher? Hab ihn aus den Augen verloren. Versuche ihn einzuholen. Ja, er ist wieder in Sicht. Bin auf Code 3. Ja, ich ramme ja auch alles, was mir über den Weg läuft. Ich glaube, wir starten eine 1075, wenn ich ihn überholen kann. Ach. Wollt ihr mich schon wieder einkreisen, ihr Schweine? Zentrale, schickt alles, was ihr habt. Kommt hier 3-10. Wir haben die Strecke vor dem Verdächtigen abgesperrt. So, wo denn? Ich muss ja mal in 4 Straßensperren kriegen. Das ist hier oben übrigens sehr praktisch. Ja, das wisst ihr ja. Ja, schwupp, und da waren es nur noch 3 Verfolgungsautos hinter mir. Haben wir nicht viele losgeworden in der Zeit. Gut, dass man bei diesem Spiel nicht tanken muss. Sonst wäre ich echt am Arsch, glaube ich, irgendwann. So, Kopfgeld habe ich schon mal. Sachschaden brauche ich noch, was? 30.000 haben wir ja noch nicht zusammen. Nee, LKW-Ram ist zu teuer. Das heißt zu teuer. Kann mir ja zu viel mit passieren. Dann stehe ich rum und werde eingekreist, das muss nicht sein. Ja, so geht das. Nur noch zwei? Gott, seid ihr Weicheier. Und kriege ich jetzt eigentlich meine Straßensperre hier irgendwo? Zentrale, schickt alles, was ihr habt. Code 3. Ich verliere ihn. Ich will eine Straßensperre. Ich will eine Straßensperre. So, bin an euch vorbei. Gut, dass ich die Schranke noch gesehen habe. Ja. Das war mein Plan, Alter. Die war aber schon sehr arschig gesetzt, ne?
Weil es die Gegenfahrbahn war, die sie gesperrt haben. Schon geil. Die werden ja doch schlauer, die Bullen. Nicht verlieren! Ich kann nicht mithalten! Vielleicht doch nicht unterschätzen hier. Verfolgungsdauer habe ich auch schon mal. Das ist auch schon mal gut. Sehr, sehr schön. So. Hopp. Haben wir anders links. Ach, guck mal, da kriege ich die nächste. Oh, da nix. Nein, ich drehe um. Auf dem Bildschirm könnt ihr sehen, wo wir mit unserer Straßensperre warten. Versucht ihn uns in die Arme zu treiben. Er hat gewendet. Wir fahren in die andere Richtung. Jaha. Ja, zwei Straßensperren von vier. Na toll. Wahrscheinlich müsste ich einfach nur runterfahren. Ich brauche Verstärkung. Yeah, Stufe 3. Ach du Scheiße. An alle Einheiten, wir gehen rauf auf Alarmstufe 3. Sierra 1, kommen aus Richtung Südosten. Oh, da. Ich muss in jedem Moment vor dem Die Straßensperre hat nichts gebracht. Nee. Ist weiter auf der Flucht. An alle Verfolgeeinheiten, auf eurem Bildschirm seht ihr, wo wir mit unserer Straßensperre warten. Versucht ihn uns in die Arme zu treiben. Ja, haha. Jetzt fehlt mir nur noch einer und jetzt kommt kein Bulle oder was? Oh, doch. Ich will mich gerade beschweren gehen hier. Oh, du Spacko. Das Gebiet ab. Hab mein Ziel verloren. Ja, Straßensperren. Sehr schön. An alle Verfolgereinheiten. Wir haben vor eurem Verdächtigen eine Straßensperre errichtet. Lasst ihn ruhig kommen. Mann, hier unten war ich noch nie. Ich bin ganz spontan entdeckt hier. Ab in die Fluchttunnel hier. Ja, aha. Saubere Sache. So geht das. Gefällt mir. Erfolgungsdauer. Kopfgeld 35.000. Juhu. Dafür auch nochmal. Für den Sachschaden auch nochmal 35.000 Kopfgeld. Für die Straßensperren auch. Sehr geil. 163.000 dazugekriegt. Nice. So soll's sein. Ja. Schick, Polizeiwagen beschädigt 12, Straßensperren umfahren 4, Sachschaden 31.875 und ungeahndete Verstöße 5. Sehr schön. Okay, Fahndungsstufe senken. Achte auf die Fahndungsstufe des Wagens, den du fährst. Jeder Wagen hat seine eigene Fahndungsstufe. Du kannst dir die Cops am besten vom Leibe halten, indem du dafür sorgst, dass die Fahndungsstufe des Wagens, den du fährst, nicht zu hoch ist. Jedes Mal, wenn du die Fahndungsstufe um eine Stufe steigst, wird die Taktik, mit der die Polizei vorgeht, deutlich aggressiver. Du kannst deine Fahndungsstufe senken, indem du einen anderen Wagen fährst und indem du Rennen gewinnst oder Verfolgung entkommst. Am schnellsten geht es aber, wenn du das Aussehen deines Wagens änderst. Neue Lackierung, Karosserie-Kits, Spoiler und so weiter. Die Veränderungen haben nicht alle dieselbe Wirkung, aber auf jeden Fall nützlich. Versuche die Fahndungsstufe deines Wagens immer um eine Stufe zu senken, um ein spürbares Ergebnis zu erzielen. Okidoki. Okay, los. So. Und ab zum Unterschlupf. Sehr schön. Das ist schon mal geritzt. Das heißt, wir ändern die Gurke wieder. Yay. Yeah. Ich wollte gerade sagen, das kann nicht sein. Rennsiege brauche ich noch. Was? Kopfgeld ist ein Gesamtwert von 539.000. Das ist ja echt eklig. Sehr schön. Was mache ich denn? Eigentlich liebe ich Mautstellen. Dann fahre ich sie auch. Na toll. Schon wieder gepennt.
auf Empfang. Ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit wurde gemeldet. In östlicher Richtung, in der Nähe des Omega-Kraftwerks. Alle Einheiten im Umkreis bitte melden. Aha, sowas aber auch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer das wohl ist. Ah. Lasst mich überlegen. Oh, mir fällt gerade keiner ein. Euch vielleicht? Achso, ich meine, ich bin das. Ja, gut, das könnte sein. Oh Mann. Wir lieben doch alle diesen schönen doofen Polizeifunk hier. Ne? Wie im letzten Mal. Mein blaues Auto. Fand ich schon geil beim gelben Auto. Ich meine, diese Standardsprüche. Oh oh. Ich glaube, jetzt kriege ich gleich noch zwei. Hey. Kümmere mich um den Rater. Verdächtiger in Sicht, nähere mich ihm. Er macht sich aus dem Staub. Ja, ich muss mein Ding da vorne noch kriegen, Mensch. Hab ich aber schon gehabt. Ich muss mein Rennen doch schaffen nebenbei, Jungs. Schickt mir Verstärkung raus. Die müssen wir kriegen, bevor jemand zu Schaden kommt. Jemand, hier kommen höchstens Bäume und Bushaltestellen und Lampen zu Schaden. Vorher nichts. Nichts anderes. Boah, hab ich da Schwein gehabt, dass ich da nicht gegengeheizt bin. Wieso fährst du eigentlich an mir vorbei? Sollte mal einer sagen, ich habe überhöhte Geschwindigkeit. Wie gesagt, bis auf Laternen habe ich noch nichts geschrottet. Bushaltestellen und Kleinkram halt. Noch nichts abriegeln, ja. Ich will mein Rennen schaffen. Einheiten auf dem Weg zur Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet. Letzte Meldung ignorieren. Habe Sichtkontakt. Oh, Scheiße. Nein, bin ich nicht. Bin nur gerade genervt. Scheißbullen. Scheißbullen. Oh, komm. Komm. Oh. Mistviecher. Der muss ich auch noch abhauen jetzt. Ja, Rennen mit Kopfrisiko maximal. Sind meistens auch wirklich maximal. Obwohl, nicht immer. Na. Ich brauche alle verfügbaren Einheiten und schicke sie mit Code 3. 10-4, 24. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Osten durch das... das ging ja zum Glück abzuhauen. Ich dachte, das geht immer nicht. Ich habe Schwein gehabt. Ihr wisst, ich fahre natürlich noch die anderen Rennen. Ich brauche die Kohle. So, nächstes Rennen. Schaka. Ein Sprint. Nein. Ach ja, das K.O.-Rennen habe ich ja genommen, nicht den Sprint. Sehr schön. Immer ein zweiter. Ist hier ein bisschen entspannter.
Fahren wir einfach mal die Abkürzung. Wir sind gerade entweder durch den Knast oder durch die Bullerei gefahren, also beiden. Na gut, kommt nächste Runde die Tore wieder stehen. Das war ja mal eine sehr geile Abkürzung. Boah, ey. Nein, es ist weg. Geil. Freuen sich die Insassen, sie dürfen endlich raus. So geht Prison Break. Haha. Ah, schon wieder beim Strand. Na gut. So, letzte. Eindeutig meine Lieblingsstrecke gerade. Ist ja mal mega geil. Mit der Abkürzung über den Knast. Oh. Schade. Hätte ich mich da nicht jetzt voll einmal um mich selbst gedreht? Der ist richtig geil gewesen. Schweinerei. Na toll. Mein Vorsprung ist dahin. Schweine. Trotzdem, wir wollen Strand fahren. Und eh schöner.
Na, geht doch. Ja, yeah, schicke Sache. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.